Ja, hallo Freunde des Coworking. Ich war jetzt gerade beim Friseur. Natürlich hat auch keiner wieder Englisch gesprochen, aber ich war clever. Ich habe mir vorher eine Übersetzung von einer spanischen Freundin schicken lassen und dann hat das eigentlich ganz gut geklappt. Ganz nette Damen. Man hat versucht, sich irgendwie zu verständigen, ist aber natürlich schwierig so mit den Schneidebegriffen und so weiter. Haargel habe ich dann mal noch kurz nachgeschaut und so weiter. Ich kann euch jetzt gerade mal hier das mit dem Wetter zeigen. Hinten strahlend blauer Himmel und hier laufe ich jetzt hin. Ja? Und so sieht es eigentlich sehr häufig aus. Der Preis war 10 Euro, also günstiger, deutlich günstiger als in Deutschland. Die hatten auch ein ganz eigenes Utensil, das hatte ich in Deutschland noch nie gesehen. Das ist so ein Brett, wo man so den Übergang schneidet. Das habe ich eigentlich so noch nie irgendwo gesehen, auch nicht in anderen Ländern. Ja, das war also auch eine neue Erfahrung. Dann, wir machen morgen mit den Leuten vom Coworking Space bei uns zu Hause eine kleine Party. Ich bin mal gespannt, ob sich das so zum Selbstläufer entwickelt, weil es haben schon welche gemeint, sie würden noch 6 weitere mitbringen. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Generell sind die Coworking-Büros aktuell nicht so voll. Immer so, ja, vielleicht 5-6 Leute. Es sind auch komplett unterschiedliche Leute in den Büros, also von dem, was die programmieren. Mindestens sind es alles ITler, also das ist klar. Also es sind komplett unterschiedliche Leute. Von iOS-Entwickler über Android-Entwickler. Was ich noch nicht gesehen habe, sind so Hardcore-Developer im Sinne von jetzt Infrastruktur, Backend, Server, sondern eher so Web-Entwicklung, Mobile-Entwicklung. Ja. Was ich interessant finde, muss ich sagen. Weil da muss man natürlich mehr Rücksprache mit dem Kunden oder mit dem Auftraggeber halten, als jetzt vielleicht in meinem Fall jetzt mit dem Backend. Dann, was wollte ich noch sagen? Das ist immer so schwierig, wenn man am Laufen ist und sich nicht alles aufgeschrieben hat, was man sagen wollte. Ja, genau, zu den Ausstattungen. Ich war jetzt heute mal in dieser kleinen Küche, wenn man die so nennen kann, die es da im Coworking Space gibt. Also die ist jetzt schon verbesserungswürdig, ja, also kochen kann man da nicht, sondern es ist einfach Kühlschrank, in dem man sein Zeugs reinmachen kann. Wann der allerdings das letzte Mal gesäubert wurde, war jetzt hier auch nicht. Dann gibt es eine Petsmaschine, da muss man sich einfach eigene Pets kaufen und muss sich, wenn man Milch und Zucker möchte, Milch und Zucker kaufen. Kann man es reinmachen, auch die sah nicht so ganz sauber aus. Das heißt, die Küche da, die kann man eigentlich vergessen. Sprich, wenn ihr dann ein Apartment habt oder ja, halt euch ein Zimmer mit irgendjemand teilt, dann müsst ihr gucken, dass ihr euch da irgendwie was kocht und mitnehmt oder dann eben vor Ort einkaufen gehen. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, dass hier die Restaurants günstiger sind als in Deutschland. Generelles Essen top. Also wir haben noch nicht einmal schlecht gegessen. Ja. Alles sollte man wissen über das Ganze. Was wollte ich noch? Ja, und Google Wetter. Dem kann man hier überhaupt nicht trauen. Warum auch immer. Seit Tagen wird Regen angekündigt. Gut, es kann jetzt sein, ihr habt ja diese Wolken hier gesehen, dass noch was kommt. Aber so sieht es öfters mal aus. Hier sieht man beispielsweise noch, wie das richtig am Berg hängt. Also dem kann man gar nicht trauen. Da ist überhaupt kein Verlass drauf. Für Samstag haben sie tatsächlich 100% Regenwahrscheinlichkeit voraussagt. Gut. Aber ob es jetzt tatsächlich ist, das werden wir dann sehen. Ja. Wenn ich zu Hause bin, komme ich vielleicht auf weitere Sachen, die ich euch mitgeben kann. In jedem Fall hat es mich wieder gefreut. Euch schaltet beim nächsten Video ein. Und bis dann.